Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie wir jetzt den Markt beurteilen können, und als Maßstab dafür dient ein Konstrukt, das heißt Wohlfahrt. Die Wohlfahrt wird beurteilt aus der Perspektive eines Außenstehenden. Man nennt ihn sozialen Planer, der wohlwollend auf eine Wirtschaft oder auf einen Markt schaut und möchte, dass das wirtschaftliche Handeln möglichst vielen Mehrwert bringt. Ja, wie kann das nun gemessen werden? Wir hatten ganz am Anfang bei Einführung ökonomischen Handelns darüber gesprochen, dass es beim Wirtschaften darum geht, Ressourcen zu nutzen auf der einen Seite, um damit Bedürfnisse auf der anderen Seite zu befriedigen. Und die Nutzung von Ressourcen, die können wir jetzt auch formulieren, wie wir sie messbar darstellen können. Denn jede eingesetzte Ressource stellt ja Kosten dar, und die zusätzlichen eingesetzten Ressourcen zur Produktion einer zusätzlichen Einheit eines Gutes wären dann die Grenzkosten. Diese Grenzkostenfunktion hatten wir zum Beispiel als steigend dargestellt. Das wäre also unsere Grenzkostenfunktion, die ich in diesem Diagramm mit dem Preis auf der Ordinate und der Menge auf der Abszisse abtrage. Ja, die Bedürfnisse, die wir auf der anderen Seite befriedigen wollen, könnten wir jetzt auch versuchen messbar zu machen, denn für den Nutzen, den die Konsumenten aus einer Gütereinheit beziehen, sind sie ja bereit, eben eine zusätzliche Zahlungsbereitschaft zu erbringen. Und so könnten wir diese marginale zusätzliche Zahlungsbereitschaft, die für ein Gut beobachtet wird, als Maß für die Bedürfnisbefriedigung hinzuziehen. Diese Kurve der marginalen Zahlungsbereitschaft, die unsere Nachfragekurve entspricht, war so eine fallende Kurve in diesem Diagramm. Machen wir mal eine einfache Überlegung. Wir sind der soziale Planer, stehen außerhalb dieses Systems, überlegen für die erste Einheit, ob sie nun hergestellt werden sollte. Und der Maßstab dafür uns ist einerseits die Bedürfnisbefriedigung und andererseits die Kosten, die verursacht werden, wenn dieses Gut hergestellt wird. Für die erste Einheit ist die marginale Zahlungsbereitschaft wesentlich größer als die Grenzkosten, und deshalb ist es vorteilhaft, diese erste Einheit herzustellen. Diese Differenz könnten wir als Maßstab für den Mehrwert oder die Wohlfahrt dieser ersten Einheit ansehen. Bei der zweiten Einheit sehen wir immer noch, dass die Zahlungsbereitschaft größer ist als die dafür eingesetzten Ressourcen bewertet wurden. Und es geht nun immer so weiter und so fort, bis wir eine Menge hergestellt haben, wo die Grenzkostengrade der marginalen Zahlungsbereitschaft entspricht. In diesem Moment würde unser sozialer Planer sagen, stopp, jetzt möchte ich nicht mehr produzieren lassen, weil für die nächste Einheit die Grenzkosten die marginale Zahlungsbereitschaft übersteigen würden und damit der Gesamtnutzen, der gesamten Mehrwert, der erzielt wurde, wieder sinken würde. Das heißt, bei in dieser Menge, ich nenne sie mal XWO für wohlfahrtsoptimale Menge, würde die Wohlfahrt, die ich als diese Fläche zwischen der Kurve der marginalen Zahlungsbereitschaft und der Grenzkosten interpretieren könnte, maximiert werden. Und das ist das Ziel unseres sozialen Planers. Ja, nun können wir uns mal anschauen, wie die einzelnen Marktformen jetzt diesem Maßstab für Wohlfahrt gerecht werden. Wir betrachten jetzt also unterschiedliche Marktlösungen vor diesem Maßstab der Wohlfahrtsmaximierung. Was unterscheiden wir da für Marktlösungen? Ja, es gibt sehr viele Märkte, Marktformen, wenn wir sie klassifizieren. Ich möchte hier mal nur zwei in den Vordergrund stellen, die sogenannte vollkommene Konkurrenz und das Monopol. Das sind so mehr oder weniger Pole, Extremwerte von entweder Konkurrenz oder Marktmacht eines einzelnen Anbieters. Und was verstehen wir unter vollkommener Konkurrenz? Was müssten wir uns da alles vorstellen? Also ich möchte hier wesentlich die Marktmacht in den Vordergrund rücken.
Bei vollkommener Konkurrenz hat kein Marktteilnehmer so viel Marktmacht, dass er den Preis beeinflussen kann. Wir sprechen dann von den Akteuren als Preisnehmer, weil sie den Preis hinnehmen müssen, der gerade am Markt beobachtet wird, weil sie keinen Einfluss darauf haben. Oder eben Mengenanpasser, sie können also maximal darüber entscheiden, wie viel sie herstellen, aber nicht wie teuer sie es verkaufen. Um diese Eigenschaften zu vervollständigen, könnten wir dann auch noch sagen, dass es keine Präferenzen hinsichtlich des Gutes gibt, was die Marktteilnehmer erwerben. Es ist ihnen egal, ob sie beim Anbieter A oder beim Anbieter B konsumieren. Die Güter sind für sie nicht unterscheidbar. Sie haben also keine Präferenzen räumlicher, zeitlicher oder persönlicher Natur. Außerdem sollen die Marktteilnehmer vollständig informiert sein. Sie kennen alle Preise, alle Angebote von allen Anbietern und können unendlich schnell darauf reagieren. Dann würde sich immer der Gleichgewichtspreis einstellen. Und unverzüglich einstellen. Beim Monopol auf der anderen Seite bestimmt ein Anbieter den Preis. Er ist ein Preissetzer, weil er vollständige Marktmacht hat. Dieser Monopolist kann dann als Gewinnmaximierer aufgefasst werden. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Wir nehmen eine Welt an, wo wir die Zahlungsbereitschaften der Nachfrager als gegeben vorfinden. Diese Zahlungsbereitschaften drücken sich dann aus in der Kurve der marginalen Zahlungsbereitschaften oder der Nachfragefunktion oder Preisabsatzfunktion, je nachdem, wie wir sie nun formulieren. Diese Funktion habe ich hier mal vorgegeben, damit wir jetzt im Folgenden auch etwas damit rechnen können. Das wäre also die Funktion p ist gleich 100 minus 1/2x. Wenn Sie sich die ganz knapp und so bildlich vorstellen, würde in unserem Diagramm mit p und x an den Achsen das also eine fallende Funktion sein, wie wir sie auch Nachfragefunktionen immer modelliert haben. Aus technischen Gesichtspunkten heraus ist eine Kostenfunktion gegeben. Und sie gibt an, wie nun mal produziert wird, um das Gut herzustellen. Diese Kostenfunktion habe ich hier mal vorgegeben und sie so gestaltet, dass die Ableitung dieser Kostenfunktion, das sind dann unsere Grenzkosten, die Kosten für eine zusätzliche Einheit entstehen, eine steigende Funktion ist. Ja, mit diesen gegebenen äußeren Rahmenbedingungen, Nachfrageseite und Kostenfunktion, können wir jetzt unterschiedliche Unternehmer modellieren und betrachten. Und das machen wir im nächsten Video. Da schauen wir uns mal an, wie jetzt ein Konkurrenzunternehmer, das heißt einer von sehr vielen Unternehmern, seinen Preis gestaltet und vor allem zu welchem Ergebnis der Markt dabei kommt. Und wir schauen uns an, wie ein Monopolist seinen Preis gestalten wird.